was wollen die mitten in der Nacht hier? Alles fing an, Nacht um zwei, es klopfte an der Tür. Hey, hier ist die Polizei, machen Sie mal die Tür auf, aber ein bisschen flott. Wir haben nicht ewig Zeit, die wird gleich eingekloppt. Ja, ja, alles easy, komm mal klar, bleib mal locker. Das Tatütata-Gehabe haut eh keinen vom Hocker. Herr Stein, wir haben einen anonymen Tipp, dass es bei Ihnen en masse Cannabis gibt. Hey, was ist denn das für ein Quatsch? Ich rauche gar kein Haschisch. Wenn ich irgendwas pusht, dann ist das höchstens kalter Kaffee oder Cola mit Eis. Halt der Koffein-Scheiß, kann dann drei Tage nicht schlafen und geh allen auf den Geist. So, mein Freundchen, Sie kommen jetzt erstmal mit. Ich sagte nö und gab dem Bullen einen fetten Arschtritt. Und ja, sowas ist bei denen ja gar nicht gern gesehen. Deshalb schoss er gleich auf mich, ich konnte das gut verstehen. Doch ich krepierte nicht sofort, womit mir noch ein bisschen Zeit blieb. Oh, oh, oh. Und während ich krepierte, sang ich dieses schöne Lied. Oh, 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 oh. Come on, Texas. Ei, 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 wer hätte das gedacht? Spaß ist, wenn man trotzdem drüber lacht. Es kann nicht nur Sonne geben, mach dir nix draus, Mann, so ist das Leben. Jeder kennt, dass man geht in der Stadt spazieren. Doch das ist gar nicht so lustig, ey, da kann ganz viel passieren. Da schlende ich und hüpfe ich vor Freude ganz froh. Auf einmal drückt die Blase, ich muss dringend aufs Klo. Ich renne los zur nächsten öffentlichen Toilette. Doch übersehe dabei eine Straßenabsperrkette. Ich stolper auf die Straße, ein Auto muss stark bremsen. Und das rammt einen Tankzug und er fängt an zu brennen. Oh shit, es kracht und er explodiert. Eigentlich halb so schlimm, wäre da nicht noch mehr passiert. Die Flammen greifen über auf ein Nachbarhaus und jetzt sieht das alles schon ganz anders aus. Es kommen Polizei und Feuerwehr, versuchen Herr zu werden übers Flammenmeer. Doch aus der Tankstelle ein Weichen brennende Gase. Und das dauert nicht lang, da brennt die ganze Straße. Nach kurzer Zeit haben auch die Medien davon Wind gekriegt. Und ich sehe, wie ein TV-Hubschrauber auf die Flammen zufliegt. Ich dachte erst, er kommt, um mich zu filmen. Also gucke ich ganz cool, als würde ich gerade chillen. Und da stehe ich nun um mich herum Apokalypse. Mindestens 2000 Grad ist klar, dass ich schwitze. Und als mir klar wird, dass all das ich war, da wird mir irgendwie doch sonderbar. Ja, im Klartext gesagt, ich fühl mich echt beschissen. Doch da fällt mir gerade auf, ich muss noch immer stark pissen. Oh. Doch ich sehe, die Toilette ist nur noch ein Schrotthaufen. Oh, oh, oh. Drum fang ich an zu singen und lass einfach laufen. Oh, 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 come on. Ei, 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 wer hätte das gedacht? Spaß ist, wenn man trotzdem drüber lacht. Es kann nicht nur Sonne geben, mach dir nix draus, Mann, so ist das Leben. Ei, 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 wer hätte manchmal steht man halt auch im Regen.